Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme aus einer diskussionsfreudigen und politischen Familie. Meine Eltern waren sogenannte Staatsnahe in der DDR. Deshalb hatte ich schon auf dem Schulhof das etwas zweifelhafte Vergnügen, verteidigen zu müssen, warum Linkssein sinnvoll und richtig ist und warum man das auch überhaupt verteidigen kann. Das war ein verdammt gutes Training, nicht nur für hier in der Partei, sondern auch generell. Und die Lebenswirklichkeit meiner Eltern und die Diskussion mit ihnen, die erden mich. Das braucht man in dieser Partei. Meine Eltern gehören nämlich zu all jenen, die selbstständig sind, eigentlich Rentnerinnen sein könnten, geht aber alles nicht, weil die Rente zu klein, waren eben zu staatsnah. Und ja, vielleicht bin ich auch aufgrund dieses Werdeganges, vielleicht auch aufgrund des Leistungssports, den ich betrieben habe, an ganz vielen Stellen unerbittlich kämpfe und nenne Dinge beim Namen. Das gefällt nicht jedem, ist auch im politischen Geschäft eher unüblich. Andere finden es ganz gut. Wenn wir als Partei anders sein wollen als andere Parteien, müssen wir, glaube ich, genau da ansetzen, bei mehr Ehrlichkeit, intern und mit unseren Wählerinnen und Wählern. 2013 habe ich auf dem Landesparteitag für einen Mitgliederentscheid geworben, und zwar zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahlen 2014. Ihr habt euch damals dagegen entschieden. Ich hielt das damals für einen Fehler und bin froh, dass wir heute mit dem Beschluss des Leitantrages korrigieren konnten. Denn ohne gelebte innerparteiliche Demokratie fehlt uns die Glaubwürdigkeit, nach außen hin zum Beispiel Bürgerinnenbeteiligung zu fordern. Lasst uns authentischer sein. Applaus. 2014 habe ich mit ein paar Abgeordneten in der damals sich konstituierenden Landtagsfraktion dafür geworben, dass wir zwei Hände voll Abgeordnete in die Fläche schicken. Nur dafür freistellen oder fast zum großen Teil dafür freistellen, dass sie unterwegs sein können. Laut und deutlich ansagen können, was wir als Linke machen im Parlament, wofür wir als Linke stehen, gesellschaftlich. Dafür gab es damals keine Mehrheit. Und jetzt nach diesem bitteren Bundestagswahlergebnis fangen besonders diejenigen, die damals so sehr dagegen gewesen sind, an zu überlegen, was wir denn tun könnten. Lasst uns endlich damit anfangen. Und ich bin froh, dass wir genau deswegen heute die Offensive ländlicher Raum beschlossen haben. Das ist ein gutes Zeichen, das ist ein erster Punkt, wo wir eine politische Forderung auch parteiintern umsetzen. Und das gehört neben dem Parlament auch dazu. Ich bin viel und gerne in unserem Landesverband unterwegs, stelle mich Debatten. Und ja, das ist nicht nur Geschäftsführeraufgabe, auch das müssen dann Vorsitzende machen. Und Durchsagementalität als Vorwurf an den Landesvorstand war dort eher selten ein Thema. Auch nicht, dass die Landesgeschäftsstelle mehr Dienstleisterin sein soll für die Kreisverbände. Denn das sind wir seit Jahren. Was ich allerdings sehr deutlich höre von unseren Genossinnen und Genossen, ist Wut. Ist Wut über die personellen Schauspiele. Ihr erinnert euch die Denunziation rund um die Landesvertreterinnenversammlung 2014 oder vor wenigen Tagen wieder, als es um die Bundestagsfraktion ging. Von der letzten Woche will ich gar nicht reden. Damit werden Menschen und unsere eigenen Leute, Genossinnen und Genossen, kaputt gemacht. Und schlimmer noch, unsere Inhalte treten in den Hintergrund. Als vermeintliche Lösung werden dann bei Parteiwahlen alle Lager berücksichtigt, dann ist die Parteiwelt erstmal in Ordnung. Dass das so nicht funktioniert, das sieht man auf Bundesebene, weil dieses Modell setzt sich dann eben fort in inhaltlichen Debatten. Die Folge, statt inhaltliche Debatten zu führen, werden Themen ausgesessen oder am Ende steht ein Kompromiss, der so rund gelutscht ist, dass sich wirklich niemand mehr dafür interessiert. Und ich glaube, dass das die Punkte sind, die zu Unzufriedenheit an der Basis führen. Bitte entscheidet euch heute für einen anderen Weg.
Wir können meiner Meinung nach die Grabenkämpfe nur überwinden, wenn wir Mitglieder stärker einbinden. Und das bedeutet aber auch ein generelles Umdenken in der Arbeit als Partei, und zwar auf allen Ebenen. Die entsprechenden Vorschläge für breite Mitgliederbeteiligung haben Thomas Dutzak und ich aufgeschrieben, und dafür treten wir an, trete ich an und treten wir beide an. Denn nur das bringt uns voran. Und das heißt eben auch nicht, dass man einfach eine Spitzenkandidatur mal so eben per Mitgliederentscheid entscheiden lässt, sondern wir müssen an Formaten arbeiten, wie wir Genossinnen, wie wir Sympathisanten an der Willensbildung in unserer Partei einbeziehen. Aller Fleiß, den wir auf kommunaler Ebene, auf Landesebene jeden Tag an den Tag legen, ich würde niemanden von unseren Vertreterinnen da unterstellen, dass sie faul sind. Aber wir müssen doch feststellen, dass das bei Wahlen nicht gewürdigt wird. Wir kranken daran, dass wir unserer Rolle, unserer gesellschaftlichen Rolle als Linker nicht mehr gerecht werden. Wir haben nämlich verlernt, zu anstehenden Herausforderungen Ideen und Visionäres zu formulieren. Egal ob bei der Frage, wie es weitergeht mit Europa, was wir da für Vorstellungen haben zur Digitalisierung, zur sich ändernden Arbeitswelt oder einem Sozialsystem des 21. Jahrhunderts. Ich finde, hier müssen wir ansetzen, hier müssen wir treiben als gesamter Landesverband. Und lasst uns an der Stelle wirklich wieder mutiger sein. Es ist gut, dass wir das heute bei der Europaabstimmung bewiesen haben. Ich höre in den letzten Tagen immer wieder, dass wir der CDU oder sonst wem Angst machen müssen. Ich möchte anderen Parteien nicht in allererster Linie Angst machen, sondern ich möchte Menschen von unseren Ideen begeistern. Und darin sollte unsere Stärke liegen. Und wenn dann die CDU Angst vor uns kriegt, dann haben wir alles richtig gemacht. So, und jetzt noch ganz kurz auf Sachsen bezogen, scheint mir ein Punkt zentral. Wir denken zu sehr in aktuellen Gesetzen, in bestehenden Rahmenbedingungen, fühlen uns manchmal auch sowohl bei Ausschussreisen oder als Weltmeister der kleinen Anfragen. Das bringt uns bloß nicht viel, weil es da draußen niemand mitbekommt. Und ich finde, wir müssen genau aus diesen Mustern raus. Weniger Parlament sein und wieder mehr Partei. Es ist doch nicht unser System, was wir hier bespielen müssen. Und der Kapitalismus ist doch nicht das Ende der Geschichte. Lasst uns wieder demokratische Sozialistinnen sein. Deswegen sind wir irgendwann alle in diese Partei eingetreten. Nur vergessen wir es vielleicht manchmal an Stellen. Und da ich die Kandidatur nicht von heute auf morgen entschieden habe, habe ich mir auch tatsächlich Gedanken gemacht, wie es gehen kann, habe da schon verschiedene Vorschläge geliefert, habe euch vorhin erzählt, dass wir auch bei Wissenschaftlerinnen unterwegs gewesen sind. Und ich möchte das wirklich alles gerne zusammen mit Thomas Dutzak und euch angehen. Wir wollen zu 100% anpacken, unser ganzes Herzblut in diese Partei stecken. Und deshalb bitte ich euch heute um eure Stimme als Landesvorsitzende. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus